glaube, Freiheit ist halt ein Begriff, ja, den man definieren muss. Es ist Freiheit, ja. Freiheit kann auch Belanglosigkeit sein. Ja. Beliebigkeit kann auch Freiheit sein. Also was ist Freiheit? Wenn man wirklich für was brennt, man sieht ein Ziel, wo man hingeht, ja, und man nimmt sich die Freiheit, dieses Ziel zu erreichen, dann ist es auch schon Freiheit. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Man muss sich motivieren anhand des Ziels, was man vor Augen hat. Ja. Man muss diese Vision sehen, die Mission sehen. Egal, was man macht, muss ja jetzt nicht nur Medikamente sein, kann alles Mögliche sein. Aber ohne das, ja, nur zu gründen, damit gegründet wird, ja, und damit man irgendwo sagt, man ist frei und jetzt muss ich erstmal keinen Job suchen, sondern ich mache selber was und ich halte große Vorträge bei Investoren, kriege da Geld. Und das ist, glaube ich, die falsche Geschichte. Du kannst eigentlich echt versuchen, ein Unternehmen zu gründen. Warum nicht? Ja? Ich meine, das ist nicht abwegig. Jüwik ist eigentlich ein Unternehmen, das besonderweise ein IT-Unternehmen, kann man fast sagen, weil wir einfach Informationen auf das sogenannte Botenmolekül RNA schneidern. Das heißt also, wir haben genetische Informationen, die wir auf RNA geben und diese RNA wird dann in den Körper gespritzt und der Körper kann diese RNA wieder ablesen, die Proteine draus machen. Und das ist eigentlich die Vision, die wir haben, dass wir eigentlich jetzt ein Transportermolekül haben, mit dem wir mit dem Körper kommunizieren können. Dass man also direkt Informationen in den Körper gibt, dass der Körper selber seine Medikamente machen kann. Ja, das ist so das Ziel, dass man nicht jetzt praktisch in die Pharmaindustrie geht und da die Pharmaindustrie dann mit großen Tanks, große Zellkulturen, Proteine herstellt, sondern dass man eigentlich nur die Informationen braucht und der Körper sich dann selber heilen kann. Das ist so ein bisschen dieses Endziel. Ich kann mal so ein bisschen gucken, wie bei Star Trek. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch, ja, wie Dr. McCoy sozusagen eine Analyse macht eines Kranken und damit einfach so ein Ding, was man, keine Ahnung, sieht aus wie eine Spritze, ja, wie so ein Push-Teil, einfach dann Informationen in den Körper reingibt, dass der Körper sich dann selber heilt. Ja? Und meistens so im Star Trek, dass der Patient dann innerhalb von 2 Minuten wieder aufstehen kann. Ja, genau, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. 2 Minuten wird es nicht gehen, aber immerhin, dass man einfach von dieser alten Medikamentation, wie wir es jetzt kennen, von der alten Medikamentenherstellung wegkommt und direkt mit dem Körper kommunizieren kann, sich zu heilen. Das RNA ist einfach dieses Botenmolekül, ja, das lange Zeit vergessen war in der Wissenschaft. Und wir haben das eigentlich zum ersten Mal mal so richtig wieder auf den Blickpunkt gebracht, ja, und auch geguckt, wie man das ganze Ding auch herstellen kann. Das hat eigentlich keiner von uns gemacht. Das war auch der Grund, warum wir CureVac gegründet haben, weil wir das einfach herstellen mussten. Es gab nichts zu kaufen, ja, wir mussten es selber machen. Und es ging halt nur über eine Firma. Ich glaube, jeder Doktorand hat irgendwann mal einen Tiefpunkt in seiner Doktorarbeit und da muss er drüber wegkommen. Und da hat man halt Glück, ja. Manche Sachen klappen halt wunderbar oder aus einer ganz anderen Perspektive, die man gar nicht gekommen ist. War bei mir so. Es war kein RNA-Thema am Anfang, es war was anderes. Und erst durch dieses Zeigen, ja, und durch das Öffnen, dass ich die Augen geöffnet habe und gesehen habe, okay, das ist eigentlich was Interessantes, das hat dann erst einen Kontext gebildet, daraus dann was zu bauen. Ich war da relativ frei und habe gedacht, was mache ich da am besten? Mich hat sehr stark das Immunsystem interessiert zu der Zeit. Und habe dann einfach mit immunologischen Themen mich befasst. Und habe ich gemerkt, wie kann man mit dem Immunsystem am besten kommunizieren? Also wie kann man eigentlich Impfstoffe herstellen, die dann letztlich eine Immunantwort hervorrufen? Und da kam ich dann so auf die Gentherapie, die damals auch im Fokus stand. Man hat also praktisch Genschnipsel, sogenannte Plasmide genommen, damit gearbeitet. Und ich habe gedacht, mit Genen zu arbeiten ist sicherlich nicht so ganz einfach, weil die eigentlich im Körper nichts verloren haben. Die sind im Chromosomenmaterial, ja, im Zellkern, aber eigentlich so als Therapeutikum eigentlich nicht. Und dann bin ich drauf gekommen, man könnte eigentlich das Botenmolekül nehmen, das der Körper dafür gemacht hat, das ist die Messenger-RNA. Und die habe ich dann genommen, habe ich gemerkt, das ist so ganz einfach, wusste man auch, ja, man muss dann mit Mundschutz rumlaufen, man hat da so ein bisschen fast schon hysterisches Verhältnis zu diesem Molekül. Und irgendwann habe ich es abgelegen und gesagt, ich mache das jetzt einfach, ja, ich behandle das einfach ganz normal. Und es hat geklappt, ja, also man konnte mit dem instabilen RNA-Molekül relativ gut umgehen. Ja, und nachdem ich da die Barriere überwunden habe und gemerkt habe, eigentlich ist es ein Molekül wie jedes andere auch, wenn man halt besondere Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt, geht es ganz gut. Und habe das dann letztlich dann ausgetestet, ob da ein Impfstoff möglich ist damit, ja, ob man da Informationen
von Antigenen draufschreiben kann und die letztlich dann injizieren kann und dann eine Immunantwort sieht. Und das hat geklappt und das war dann sozusagen der Bang-Effekt, dass man sagen kann, das instabile Molekül, ja, dem das keiner zugetraut hat, ist in der Lage, tatsächlich Immunantworten hervorzurufen. Und das war so die Geburtsstunde. Bloß ob ich das machen kann, ja, das war mir halt nicht klar. Also das war eigentlich fast zu groß. Man ist dann vielleicht auch ein bisschen frustriert zu sehen, wie klein man wirklich ist, ja, und wie groß dieser Berg ist, der da vor einem steht. Und was macht man damit? Und da gab es schon diese Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt einfach, Anführungszeichen, normalen Beruf, ich gehe jetzt in die Pharmaindustrie, mache da irgendwas in der Richtung. Oder ich stelle mich der Sache und sage, ich versuche es jetzt einfach mal voranzubringen, indem ich einfach gemerkt habe, es greifen andere nicht auf. Ich stand einfach vor der Frage, entweder ich mach's oder es bleibt halt liegen. Und dann gab es halt nur die Entscheidung für mich, okay, ich mache das dann jetzt einfach. Ja. Ich glaube, die größte Chance, so ein Ding durchzukriegen, ist tatsächlich, sich von diesem Ziel anziehen zu lassen. Und man wird demaskiert. Ich meine, man wird so durch die Mangel genommen, nicht nur durch Investoren, auch durch dieses Daily Business, ja, dass, wenn das nicht stattfindet, dass man dann irgendwann frustriert ist und hinschmeißt. Ja. Und ich glaube, da gehen auch die meisten Gründungen schief. Ja. Es ist gar nicht mal so, dass die Ziele so abstrus waren. Deswegen denke ich, Ziel ist wichtig und auch die Leute, mit denen man gründet, dass man sich da auch, auf, zumindest am Anfang des Weges, so versteht, ja, dass man die nächste Stufe schaffen kann, ist auch wichtig. Ich war eigentlich zufrieden mit dem, was ich hatte und ich war in Indien gewesen auch eine lange Zeit, also ein Jahr und habe auch mitgekriegt, was bedeutet das eigentlich, das Materielle, ja? Was bedeutet dieser Reichtum, was kann ich damit machen und was sind andere Faktoren im Leben, was ist da wichtig. Ich habe immer dafür entschieden, Geld ist eigentlich gut zu haben und es ist toll, wenn man es hat, kann man auch damit was machen, aber wenn man es nicht hat, hält es einen überhaupt nicht ab, ja, sein Leben zu verwirklichen. Und so war es letztlich auch. Ja. Ich meine, auch am Anfang, man hätte es nicht durchgehalten, wir haben kein Geld gehabt, ja, gab keine Kohle, ja, und wir haben eigentlich aus eigener Tasche uns irgendwie finanzieren müssen. Ja. Und ich habe immer gedacht, egal, ja, ich meine, dann fahre ich halt Taxi, wenn es sein muss. Damals gab es keinen Uber, dann hätte ich halt Taxi gefahren und irgendwie hätte ich trotzdem mein Leben gelebt, wie ich es hätte leben wollen. Man muss Rückzugsorte haben, das ist für mich ganz wichtig, dass ich irgendwie meine Rückzugsorte habe, wo ich hin kann, auch geistig, wo ich denke, das ist jetzt ein Bereich, der hat mit CureVac gar nichts zu tun, ja, der gehört nur mir. Und ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, um einfach dann Kraft zu schöpfen auf der einen Seite, aber auch um eine höhere Flughöhe zu kriegen. Also Indien zum Beispiel ist immer so ein Thema bei mir, jetzt ganz privat, ich finde das Land einfach extrem spannend, ja. Es ist eine Hassliebe, ja. Es gibt ganz schlimme Faktoren in Indien, ja, diese Armut und viele Dinge, die einem da überhaupt nicht irgendwo gefallen. Auf der anderen Seite aber gibt es auch wieder Momente, die sind traumhaft, die kriegt man nirgendwo wie in Indien. Das ist also mein ganz persönliches Empfinden. Und deswegen ist es zum Beispiel ein Rückzugsort, wo ich immer gerne hingehe, ja, um einfach mal eine höhere Flughöhe zu machen, vielleicht auch anzuknüpfen an mein Leben, das ich da hatte. Und schafft es auch wirklich nochmal, diese Gefühle, die ich damals hatte als junger Mensch in Indien, immer wieder auch zu spüren. Und ich glaube, so eine Vergangenheit in sich ist wichtig, ja, dass man irgendwo weiß, woher man kommt und wohin man geht, ja, dass man niemals lost ist irgendwie. Tübingen hat den Vorteil, dass es so, soll man sagen, so unterschiedlich sein kann. Ja? Und dass es trotzdem so dieses reine Materielle in Tübingen für mich zumindest nie so eine große Rolle spielt. Das ist anders, wenn man jetzt nach Sindelfingen oder nach Esslingen oder wo auch immer geht, kommt es immer mehr so ein bisschen das sogenannte Schaffige irgendwo zum Vorschein. Tübingen ist so ein bisschen laid back. Ja? Es gibt alle Facetten, die es hier gibt. Und deswegen würde ich Tübingen als so ein Gesamtkunstwerk bezeichnen, ja? Wo man eigentlich so einen Spirit hat, in dem man eintauchen kann. Und das Schönste ist immer, nach Tübingen zurückzukommen. Also wenn man irgendwie weg war, damals in Indien oder jetzt USA sehr viel und ich komme wieder zurück nach Tübingen, dann ist es wirklich so, als ob alles von einem abfällt. Ja? Das ist eine Welt, die sich irgendwie nicht so verändert, die irgendwie Bestand hat. Und der Spirit, der in Tübingen da ist, auch wenn es wirklich ein Durchlauferhitzer ist, kommen immer wieder neue Leute und gehen alte Leute, ist so, dass das Gesamtkosmos, der ist irgendwo intakt. Ja?
Ja, man muss sich in sich reinhorchen. Wenn man denkt, materielle Sachen sind einfach für einen wichtig, ja, dass man einfach diesen Komfort hat, den man braucht, soll man es tun, ohne weiteres. Wenn man der Meinung ist, nö, ich habe andere Ziele, die mir wichtig sind, ja, und Geld kommt so erst in zweiter Linie, dann soll man es auch machen. Also von daher, es gibt, glaube ich, keinen Weg zu sagen, ja, schmeiß Geld weg, ist egal, ja, mach einfach, was du willst. Oder zu sagen, geh nur dem Geld hinterher. Ich glaube, am Ende des Tages muss man eigentlich sagen können, es war richtig, das so zu machen am Schluss. Und ich glaube, wenn man dazu steht, ja, und mit dem Hintergrund, ich habe mich jetzt da irgendwie entschieden, ich gehe jetzt diesen Weg, dann kommen diese Zweifel, die immer wieder hochkommen, ja, die sind dann auch nicht so groß, ja, dann heißt, nee, ich gehe das jetzt. Also es ist so mein Empfinden, dass man normalerweise mit Zweifeln umgehen kann und man nicht ganz nur taugenichts sein darf. Aber ein bisschen darf man schon sein. Wenn man ein bisschen zurückguckt und sagt, auch wenn es blöde Entscheidungen war, wenn ich auch Fehler gemacht habe, ja, und richtig Scheiße gebaut habe, aber am Ende war es richtig, weil es hat zu mir gepasst, ja. Es war alles so, wie es stimmig war für mich zu dem Zeitpunkt. Ich habe das nicht anders übersehen können. Wenn man alles zusammen als Weisheit irgendwo sieht, ist relativ easy going, aber ich glaube, das ist so diese Weisheit, dass man einfach sich dann irgendwann mal zurücklehnen kann und sagen kann, I did it my way, ja.